Ja, hallo, schönen guten Abend. Ich würde sagen, wir legen mal los. Schön, dass Sie alle da sind zum GU-Dialog, der Vortragsreihe des Instituts für Gesellschaft und Digitales der FH Münster. Heute Abend geht es um Passwörter. Mittlerweile müssen wir uns für fast alle digitalen Dienste anmelden und ein Passwort hinterlegen. Meistens nehmen wir dann, oder zumindest sehr viele, doch ähnlich klingende oder im schlimmsten Fall sogar das gleiche Passwort für mehrere Anwendungen. Und so schwankt der User zwischen falschen Vorstellungen über die Sicherheit von Passwörtern und Passwortanforderungen, die ihn dann überfordern können. Der Vortrag heute Abend liefert einige Aspekte, die den Nutzern trotz dieser Herausforderungen helfen können, sich sicher zu authentifizieren. Zu Gast dafür ist heute Abend ein Spezialist auf diesem Gebiet, Peter Meyer. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Karlsruher Institut für Technologie, dem KIT, und arbeitet in der Sekuso-Arbeitsgruppe. Das steht für Security, Usability und Society. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen Security Awareness, angewandte Kryptographie und den sicheren Umgang mit Passwörtern. Nach dem Vortrag gibt es wie üblich ein kleines Catering im Foyer und natürlich eine Diskussion bei Fragen und Gespräche. Und damit übergebe ich das Wort an unseren Speaker. Vielen Dank. Vielen Dank. Gut, ich wollte auch eine kurze Intro machen. Ich sage nur zwei Worte schnell noch dazu, auch wenn das meiste jetzt schon gesagt hast. Das ist unsere Arbeitsgruppe, Sekuso, steht für Security Usability Society. Wir kümmern uns um benutzbare Sicherheitslösungen, das sind insbesondere Anti-Phishing-Trainings, Schulungen und andere Materialien. Wir entwickeln privacy-friendly Apps für Android. Wir kümmern uns auch um E-Voting. Und eben auch um Passwortsicherheit. Und das ist, worum es heute gehen soll. Bei der Passwortsicherheit, die wir uns anschauen, bei der benutzbaren Authentifizierung steht immer der Nutzer im Mittelpunkt. Und das große Problem, das Nutzer dann eben sich gegenüber sehen, ist eins, das Sie wahrscheinlich alle kennen. Wir haben überall Textpasswörter. Wir verwenden es für Online-Banking, um unsere E-Mails abzurufen, um uns Medien runterzuladen oder anzuschauen. Und wir verwenden es auf allen Geräten, ob mit Tastatur oder ohne. Und gleichzeitig sehen sich die Nutzer, wir alle, verschiedenen Angriffen gegenüber. Shoulder Surfing, einfaches Beobachten der Eingabe, zum Beispiel im öffentlichen Raum, wenn ich in der Tram unterwegs bin und die PIN von meinem Telefon eingebe, oder wenn ich im Zug unterwegs bin und dort jemand neben mir sitzt und einfach mal beobachtet, was ich so tippe, eingebe. Dann gibt es Phishing, das sind meistens E-Mail, aber im Grunde alle Nachrichten, die Sie erreichen können, mit denen Betrüger versuchen, Sie hereinzulegen, Sie einfach mal fragen, was ist denn Ihr Passwort, schicken Sie es mir zu. Das ist insbesondere im Online-Banking immer eine beliebte Methode, die Leute nach ihren TAN-Nummern zu fragen. Passwörter können geraten werden. Das heißt, je nachdem, entweder Angreifer nutzen tatsächlich die Online-Mechanismen, den Login-Mechanismus, wie er tatsächlich zum Beispiel von Web-Services angeboten wird, oder sie schaffen es tatsächlich, in die Systeme einzudringen, holen sich die Passwortdaten und raten darauf. Wenn wir es aufschreiben, kann es uns gestohlen werden. Es kann sein, dass wir unser Gerät auf unvorsichtige Weise oder von jemand anderem, weil wir es nicht gesperrt haben, mit Schadsoftware infizieren und dann können Passwörter so abgefischt werden, oder es kann einfach am Netzwerkverkehr mitgelauscht werden und je nachdem, ob die Verbindung verschlüsselt ist oder nicht, können unsere Passwörter auch so abhanden kommen. Das geht natürlich nicht nur im privaten Kontext, das ist genauso im professionellen Bereich. Da ändern sich dann ein bisschen die Services, die wir nutzen, aber gerade bei Unternehmen, die dann ihre eigene Infrastruktur betreiben, um ihre eigenen Dienste zu authentifizieren, treten die Probleme natürlich für die Firma auch nochmal in stärkerem Maße auf. Das zeigt auch der Bitkom-Report, der ist jetzt gerade im November letzten Jahres veröffentlicht worden, dass die meisten Angriffe auf Unternehmen tatsächlich Angriffe sind, die über Passwörter durchgeführt werden, noch vor Schadsoftware und vor Phishing. Es ist die Frage, wie können wir den Nutzer dabei unterstützen? Also wir
als Forscher stellen uns die Frage, wie können wir den Nutzer unterstützen, mit dieser Situation besser klarzukommen, sich tatsächlich sicher und auch benutzerfreundlich zu authentifizieren. Und da habe ich jetzt drei Themen für den heutigen Vortrag rausgegriffen. Das ist zum einen, wie können wir Nutzern helfen, sich selbst zu helfen? Wie können sie Passwortsicherheit verstehen, so dass es tatsächlich merklich was ändert und sie sich hinterher merklich besser damit umgehen können? Dann das zweite ist, basierend auf dem ersten, wie können wir Leuten helfen, Passwortmanager zu verwenden? Denn der eine Ratschlag, der immer wieder genannt wird und der in diversen wissenschaftlichen Studien auch ganz klar Expertenverhalten von Laienverhalten trennt, ist die Nutzung von Passwortmanagern. Experten nutzen viel häufiger und für viel mehr ihrer Passwörter einen Passwortmanager und Laien stehen dem sehr skeptisch gegenüber. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, wie können wir das verbessern, die Situation. Und als drittes haben wir uns die Frage gestellt, wie können wir vielleicht Entwicklern helfen, Alternativen bereitzustellen, die besser passen als Textpasswörter, damit wir nicht überall und auf jeder Webseite ein Textpasswort haben. Fangen wir also an mit dem ersten Thema. Wie können wir das machen? Und wie können wir Leuten helfen, Passwörter bzw. Passwortsicherheit zu verstehen und sich bessere Passwörter auszusuchen. Die typische Sache, die gemacht wird, das sind Awareness-Materialien. Das sind Informationen, die entweder im Firmenkontext Sie sich anschauen müssen oder privat im Internet ergoogeln oder sonst wie finden und die Ihnen vermitteln wollen, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Das Problem bei den existierenden Materialien ist leider, dass zum einen sie oftmals unmögliche Aufgaben stellen. Man soll bitte die Passwörter nie im Leben aufschreiben, überall unterschiedliche haben, die sollen ellenlang sein und man muss sie sich auf jeden Fall merken und das funktioniert für Leute einfach nicht. Dann ist einfach ein Overload und dann werden Leute auf jeden Fall irgendwelche Kompromisse eingehen und das funktioniert dann eben nicht. Das zweite ist, dass daraus natürlich resultiert, dass diese Materialien kein wirklich anwendbares Wissen beinhalten. Weil wenn die Aufgabe, die mir gestellt wird, unmöglich ist, dann werden Nutzer das verwerfen. Und es wurde tatsächlich gezeigt, dass dieser Effekt auch transitiv ist. Das heißt, Leute, wenn sie einmal gelesen haben, Sachen zur Passwortsicherheit und haben festgestellt, ich kann das nicht umsetzen, dann hören sie auch auf, weiter danach zu suchen. Das heißt, es gibt eine starke Verbindung dort. Und das Dritte ist, und das ist auch eine wichtige Sache, dass sie einfach nicht den Stand der Technik repräsentieren. Zum Beispiel das BSI stand gerade kurz vor dem Talk, ich habe extra nochmal geschaut, empfiehlt, Passwörter regelmäßig zu ändern. Und die Wissenschaft hat ausführlich und in vielen Studien gezeigt, dass das tatsächlich wenig hilfreich ist. Und selbst im besten Fall dem Angreifer nur einen kleinen Malus auf seinen Angriff gibt. Und deswegen hatten wir zum Ziel, Awareness-Materialien zu erstellen, die richtig vollständig in dem Sinne, dass nicht alles Passwortwissen der Welt drin sein soll, sondern das, was Leute tatsächlich im Alltag brauchen. Es sollte verständlich sein und es muss natürlich effektiv sein. Das heißt, es muss den Leuten helfen, tatsächlich besser mit ihren Passwörtern umzugehen. Und dafür haben wir uns einen Prozess überlegt, der sowohl auf wissenschaftlicher Basis basiert. Das heißt, wir haben angeschaut, was sind eigentlich aktuelle Angriffe und was sind aktuelle Missverständnisse von Nutzern über Passwortsicherheit. Das Schlimmste ist, wenn jemand denkt, er verhält sich sicher, aber das ist gar nicht wirklich so, weil seine Annahmen eben falsch sind und er Verhalten zeigt, das eben eigentlich unsicher ist. Das sind mehrere Schritte mit Feedback von Experten, Feedback von Layusern und am Ende haben wir noch eine Evaluation durchgeführt in drei Unternehmen
Und ich werde jetzt kurz mal durchgehen, insbesondere hier jetzt auch einen kleinen Fokus auf die Missverständnisse, die es so gibt, die wichtigen, mal setzen und Ihnen kurz zeigen, wie das Ganze aussieht. Wir haben in unserem Material 11 Angriffe insgesamt erwähnt. Das ist basierend auf einer vorherigen Arbeit, die eben so einen Überblick gibt, welche Angriffe es tatsächlich gibt. Und zudem haben wir geschaut in anderen Studien, in Interviewstudien, welche Misconceptions, also welche Missverständnisse haben Laien, wenn es um Passwortsicherheit geht. Und wir haben uns da die Literatur der letzten 10 Jahre angeschaut und insgesamt 23 solche Missverständnisse gefunden. Ich gehe jetzt kurz über die wichtigsten mal drüber, um Ihnen das zu zeigen. Und zwar die erste Kategorie, die ich hier kurz highlighten möchte, sind die, wo es darum geht, wie das Passwort aufgebaut ist und was ich eigentlich machen muss. Das ist zum Beispiel, dass das Aufnehmen von Zahlen, Symbolen, also speziellen Zeichen wie Ampersand, Ausrufezeichen, solche Sachen oder Großbuchstaben das Passwort automatisch sicher macht. Das Problem dahinter ist, dass das Angreifermodell in gewisser Weise vereinfacht, weil die typischen Dinge, die dann passieren, und das ist auch der Grund, warum einige Institutionen mittlerweile sogar empfehlen, keine Passwort-Policies mehr zu haben, sondern nur noch ein Längen-Requirement, ist, dass das dazu führt, dass Nutzer irgendein Wort wählen, dann ein Ausrufezeichen ans Ende machen und den ersten Buchstaben von diesem Wort groß. Und das sind natürlich Regeln, die Angreifer auch kennen. Das sind Permutationen, die von Angreifern dann direkt ausprobiert werden. Und deswegen führt das eben nicht dazu, dass das Passwort dann sicherer ist, sondern dass es eigentlich auch von Angreifern ohne Probleme erraten werden kann. Das gilt auch für solche üblichen Substitutionen. Das heißt, wenn man zum Beispiel A's durch E's ersetzt oder andere Buchstaben durch Zahlen und Ähnliches, das sind Substitutionen, die Angreifer wissen, dass sie gemacht werden. Und bei ihren Rateangriffen wird dieses Verhalten entsprechend simuliert und solche Passwörter sind dann nicht zwangsweise sicherer. Sie sind eben nur sicher, wenn das an unvorhersehbaren Stellen in dem Passwort auftaucht. Das heißt, wenn mitten in der Mitte plötzlich ein Sonderzeichen ist zum Beispiel oder Großbuchstaben auch in der Mitte des Wortes. Die zweite Kategorie, da geht es um Reuse, jetzt hier in diesem Fall. Da gibt es viele Aspekte eigentlich des gleichen Problems. Wenn Leute sich überlegen, will ich ein Passwort wiederverwenden, dann gucken sie sich das Passwort an und nicht das, was eigentlich zählt. Nämlich das, was eigentlich zählt, das sind die Daten, die im Account liegen. Das sind die Aktionen, die ich mit einem Account durchführen kann. Ist in meinem Account tatsächlich nichts wirklich drin. Es ist eine Nachrichtenseite und wenn ich mich registriere, kann ich zwar noch keine Kommentare schreiben, aber ich kann auf 10 anstatt auf 3 Artikel kostenlos zugreifen. Dann sind da keine wichtigen Daten drin, dann brauche ich auch kein wichtiges Passwort. Wenn es mehrere solche Webseiten gibt, dann kann ich das vielleicht sogar wiederverwenden. Aber sobald Daten drin sind, und das fängt an bei der E-Mail-Adresse, die man hinterlegt, vielleicht eine Telefonnummer oder auch bei Cloud-Speicherdiensten, irgendwelche Fotos oder sonstiges, muss man sich überlegen, will ich das tatsächlich wiederverwenden? Sind tatsächlich mit dem gleichen Passwort unterschiedliche Daten und unterschiedliche Aktionen durchführbar? Und da gibt es eben verschiedene Variationen, zum Beispiel, dass einige Leute denken, dass es okay ist, besonders sichere Passwörter weiter zu verwenden. Und da ist das wirklich große Problem, dass solche Passwörter auch großen Firmen, und ich spreche jetzt zum Beispiel von Google, ich spreche von Facebook, immer mal wieder abhanden kommen. Die sind dann irgendwo zufällig gerade im Klartext gespeichert und dann kommt mein besonders sicheres Passwort abhanden und damit ist das Passwort, dieses besonders sichere, eben auch nicht mehr sicher, weil es eben im Klartext gespeichert wurde, in die Welt verbreitet und damit auch einfach zu raten ist.
Genauso ist es, dass ich mehr, dass ich Passwörter, die ich besonders häufig verwende, wiederverwenden kann. Und eine leichte Variation davon ist, dass ich Passwörter eher wiederverwenden sollte, als sie einfach aufschreiben und sicher verwahren. Es wurde lange Zeit von vielen Quellen eben gesagt, man soll Passwörter nicht aufschreiben, bis sich irgendwann dieses Verhalten eingestellt hat. Und tatsächlich ist es viel unkritischer, ein Passwort aufzuschreiben, zu Hause sicher zu verwahren, als Passwörter wiederzuverwenden. Weil wie schon gesagt, wenn das Passwort erstmal weg ist, dann können es von Angreifern einfach für einen Angriff weiterverwendet werden. Wenn hingegen jemand erstmal in meine Wohnung einbrechen muss, um dieses Passwort zu kommen, dann habe ich wahrscheinlich noch ein ganz anderes Problem. Dann, ich habe es vorhin schon gesagt, das ist mit eines der problematischsten Sachen, dass Passwörter häufig geändert werden müssen. Das wurde sehr lange Leuten beigebracht und es hat sich aber erstens gezeigt, dass Nutzer Passwörter anders erstellen, wenn sie wissen, dass sie es ändern müssen. Oder spätestens nach dem ersten Ändern werden sie das Passwort anders erstellen. Sie werden schwächere Passwörter erstellen. Und es hat sich auch gezeigt, dass aus vorhergehenden Passwörtern nachfolgende Passwörter einfach meistens abgeleitet werden können. Das sieht man im Unternehmenskontext zum Beispiel, wenn Mitarbeiter alle 30 Tage ihr Passwort ändern müssen oder alle 3 Monate, das sind übliche Intervalle, dann habe ich Passwort Januar, Februar, März, April und das machen die Leute dann einfach so. Und die Variation davon ist dann nicht, vielleicht den Monat auszuschreiben, sondern von 1 bis 12 zu zählen. Und das letzte das Konzept, das ich jetzt hier noch kurz highlighten möchte, ist, dass ich eben nicht wichtig genug bin, um überhaupt angegriffen zu werden. Und das macht auch eine große Annahme hinsichtlich der Angreifer. Und zwar gibt es viele Angriffe, die einfach ungerichtet sind. Dass jemand einfach die Top, je nachdem, wie viel der Webservice erlaubt, sagen wir 100 Passwörter nimmt und bei allen Accounts, die er irgendwie finden kann, und das ist dann gerade bei, wenn der Benutzername eine E-Mail-Adresse ist, recht einfach, weil E-Mail-Adressen an vielen Stellen einfach im Internet zu finden sind. Und einfach bei allen Accounts versucht reinzukommen. Und es ist egal, wer das ist. Die wollen einfach in den Account reinkommen, um eben genau zum Beispiel Aktionen durchzuführen. Bei E-Mails wäre das dann zum Beispiel, ich komme in den Account rein, ist mir egal wer. Ich gucke, mit welchen Personen hat die, gab es E-Mail-Austausch. Und an all diese Personen schicke ich irgendeine Nachricht mit betrügerischen Inhalten. Das heißt zum Beispiel, schicke ich den Leuten dann Schadsoftware. Und wenn ich den ich tatsächlich kenne, mir so eine Nachricht schickt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Anhang einfach öffne, natürlich viel größer, weil das ja von dieser Person kommt. Also basierend auf diesen 11 Angriffen und den Missverständnissen haben wir dann eine erste Version des Materials erstellt. Das ist textbasiert, weil das auch in eine Online-Lernplattform rein sollte. Und wichtig war uns da eine wirkliche Ordnung von Problem und Lösung. Das kommt aus der Pädagogik, dieses Konzept, dass im Mathematikunterricht irgendwann mal festgestellt wurde, dass oft die Lösung vor dem Problem beschrieben wird. Ich lerne erst, was der Satz des Pythagoras ist und hinterher kriege ich eine kleine Textaufgabe und da macht das dann vielleicht das erste Mal Sinn. Wenn ich die Textaufgabe vorher bekomme, lernen Leute tatsächlich solche Konzepte schneller und einfacher. Deswegen wollten wir das hier auch so machen. Das heißt, wir haben zuerst den Angriff beschrieben und dann die entsprechende Verteidigungsstrategie und noch weitere Hinweise. Wir haben uns auch entsprechende Technologien angeschaut, beziehungsweise beschrieben, die wichtig sind mit ihren Vor- und Nachteilen. Highlight war hier auf den Dingen, die in der Literatur als besonders wichtig identifiziert wurden. Das sind, wie vorhin schon gesagt, Passwortmanager,
und auch Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und zusätzlich, um die Missverständnisse nochmal uns anzuschauen, beziehungsweise die aufzuklären bei den Nutzern, haben wir spezielle Texte entwickelt, die eben genau die Sachverhalte erklären und erklären, was das Problem dahinter ist und wie man wirklich damit umgehen sollte. Dann hatten wir zwei Runden Feedback. Das erste war von Experten, da ging es darum, sicherzustellen, dass das korrekt und vollständig ist. Das waren zum einen andere Wissenschaftler, das waren aber auch einfach IT-Staff von verschiedenen Unternehmen, das waren Entwickler von IT-Sicherheitslösungen und das waren auch IT-Sicherheitsberater, in dem Fall vor allem für kleine Unternehmen. Von 13 von denen haben sich tatsächlich zurückgemeldet und anhand dessen konnten wir auch einiges verbessern in dem Material. Und dann haben wir uns hingesetzt mit Laien, um eben die Verständlichkeit der ganzen Geschichte sicherzustellen. Das waren Lab-Sessions, also wir haben uns mit den Leuten ins Labor gesetzt, haben denen das Material gegeben und die sollten uns einfach mal zeigen, was sie nicht verstehen oder was sie einfach unschön dargestellt finden. Auch Grafiken zum Beispiel, einfach mal zeigen, was ist eigentlich, was verstehen sie jetzt wirklich und einfach mal markieren, was irgendwie unklar ist. Und mit dieser durch das Feedback verbesserten Version haben wir uns dann eben an drei Unternehmen gewandt und die das Material tatsächlich in diesen Unternehmen evaluiert mit jeweils 30 Personen, also 30 Mitarbeitern, jedes Unternehmen insgesamt 90. Und das hat so funktioniert, die haben einen Fragebogen gekriegt, der eben dieses Wissen abgefragt hat und zwar nicht einfach so, was ist ein sicheres Passwort und dann müssen sie irgendwie ankreuzen, was ein sicheres Passwort ist, sondern wir hatten zum einen für die Missverständnisse, mussten sie tatsächlich sagen, ob das jetzt wahr oder falsch ist, aber für die anderen Dinge, und da ging es insbesondere das Bewerten von Passwortverhalten, wurden Szenarien entwickelt und die Leute mussten dann eben sagen, ob sich die Person, wie es in dem Szenario beschrieben ist, sicher oder unsicher verhält. Und diese Szenarien sollten eben Situationen widerspiegeln, die Nutzer tatsächlich in ihrem alltäglichen Leben auch, auf die sie stoßen können und damit wirklich täglich in Berührung kommen können. Jetzt ist es so, dass man solche Sachen natürlich nicht die ganze Zeit liest und es immer so ist, dass man eben, bevor man ein Passwort wählt, sich sowas durchliest. Deswegen ist es wichtig, wie lange sowas tatsächlich anhält. Und deswegen hatten wir eine sogenannte Retention Session. Also wir haben uns nach 6 Monaten nochmal angeschaut, ob die Leute immer noch dieses Wissen haben, das immer noch anwenden können, wie das aussieht. Und was wir da herausgefunden haben, ist, dass wir tatsächlich signifikante Verbesserungen feststellen konnten, sowohl bei dem Bewerten von Passwortverhalten als auch bei der Bewertung von der Sicherheit tatsächlich ja einfach Passwörter und auch, dass es eine deutliche Reduktion gab bei dem Vorkommen von diesen Missverständnissen. Zudem haben die Probanden sehr deutlich geschrieben, dass sie das auch wirklich mochten. Das hat uns besonders gefallen, weil es durchaus nicht die kürzeste Fassung von Passwortsicherheitsmaterialien ist. Aber die Leute haben wirklich gesagt, ich habe jetzt wirklich was gelernt, da habe ich viel mitgenommen, das war gut. Das Material haben wir tatsächlich auch einfach frei verfügbar auf unserer Webseite. Das heißt, jeder, der sich das anschauen möchte, kann das einfach tun. Und ist mittlerweile über die Awareness-Plattform, die ich vorhin schon kurz erwähnt hatte, in diversen Firmen eingesetzt mit ungefähr 1.100 Mitarbeitern. Die eine Sache, die jetzt aus dieser Evaluation eben noch klar wurde, ist, dass in den Freitextantworten, in den Fragebögen, die Leute gesagt haben, wir hätten eigentlich gerne einen Passwortmanager jetzt verwendet, wir wollen das tun,
Und ich werde das jetzt mal versuchen. Und dann hat sich für uns natürlich direkt anschließend die Frage gestellt, wie können wir das möglichst einfach für die Leute machen? Denn an sich sind Passwortmanager einfach eine gute Sache. Sie merken sich die Passwörter für uns, das heißt, wir müssen Passwörter nicht wiederverwenden. Sie können beliebig lange, komplizierte Passwörter erstellen. Das heißt, auch Rateangriffe werden wirklich, wirklich schwer. So schwer, dass sie sich für einen Angreifer einfach nicht mehr lohnen. Sie können sogar gegen Phishing helfen, wenn sie im Browser integriert sind und gespeichert wird, auf welcher Webseite tatsächlich das Passwort erstellt wurde, beziehungsweise auf welcher Seite es eingegeben werden darf. Dann wird auf einer betrügerischen Webseite, die versucht, diese legitime Webseite nachzuahmen, das Passwort überhaupt nicht angeboten, um entsprechend eingesetzt zu werden. Und da ich das Passwort nicht abtippen muss, hilft es mir auch gegen Beobachtungsangriffe, wenn ich einfach nur sage, ich will dieses Passwort jetzt ausfüllen und dann kann das natürlich nicht beobachtet werden. Und das Problem jetzt ist, dass Leute sehr zögerlich sind, Passwortmanager einzusetzen. Das geht so weit, dass selbst nach großen Breaches, also mein Beispiel ist tatsächlich, weil es in den großen News, Tagesschau und Ähnliches, die meisten Leute vielleicht schon mal gehört haben, ist Heartbleed. Da ist wirklich einiges an Kram abhanden gekommen. Es gab einen Fehler in wichtiger Software, die überall im Internet eingesetzt wird. Und so konnten diverse Daten von beliebigen Servern abgegriffen werden. Und Nutzer, die eine Nachricht bekommen haben, dass ihr Passwort abhanden gekommen ist, waren sehr zögerlich, ihre Passwörter zu ändern, selbst nach so einer direkten Aufforderung. Und selbst zu dem Zeitpunkt, wo das in den Medien breit diskutiert wurde. Und das Problem dabei ist, dass das Ändern von Passwörtern tatsächlich sehr kompliziert ist. Kurze Frage. Wer hat in der, sagen wir mal, letzten 2 Monaten ein Passwort gewechselt? Okay. Ich frage einfach mal so diesen Cluster. Wie viele Schritte waren das ungefähr? Wie lange hat das gedauert? Okay. Das ist so ungefähr die Größenordnung. Und dann wartet man am besten noch ein bisschen auf die E-Mail und dann dauert das schnell mal 5 Minuten und dann bin ich jetzt, wenn ich einen Passwortmanager verwenden will, vor dem Problem, diese ganzen Vorteile, also insbesondere das Nicht-Wiederverwenden und die Resistenz gegen solche Rateangriffe, habe ich eben nur, wenn meine Passwörter nicht meine alten Legacy-Passwörter sind, die ich einfach in den Passwortmanager gespeichert habe, sondern wenn das neue Passwörter sind, die geändert sind. Und deswegen haben wir uns überlegt, das wäre doch cool, wenn der Passwortmanager, ich will den verwenden und dann kann der mir einfach alle Passwörter direkt ändern und das wäre doch eigentlich ganz praktisch. Jetzt ist das so, dass wir natürlich nicht die Ersten sind, die sich das überlegt haben. Tatsächlich gibt es 2 Passwortmanager, die eine ähnliche Funktionalität bieten. Das ist zum einen LastPass, die unterstützen dabei 79 Webseiten ungefähr. Wobei in unseren Tests war schwierig. Und Dashlane ungefähr 315, wobei das auch immer mal schwankt. Vielleicht kurz noch konzeptionell dazu was. LastPass macht das tatsächlich lokal, das heißt, das läuft im Browser oder lief es zumindest bis zuletzt. Wir hatten da auch Änderungen angekündigt. Und bei Dashlane ist es so, dass wir haben einen speziellen Passwort-Change-Server. Das heißt, mein Passwort wird zu deren Server geschickt und der verhandelt dann mit dem Webservice das neue Passwort und dann kriege ich mein neues Passwort zurück. Und einfach nur von diesen Zahlen stellt sich direkt die Frage, jetzt gibt es ja mehr als 315 Webseiten. Was machen wir also mit diesen ganzen übrigen Webseiten? Und die Idee, die wir dazu hatten, war Crowdsourcing. Das heißt, wir wollen Benutzern die Möglichkeit bieten,
dass Sie Ihrem Passwortmanager beibringen, wie man das Passwort auf einer bestimmten Webseite ändert. Und dann können Sie das später weiterverwenden. Aber nicht nur das, sondern Benutzer können diese Informationen untereinander auch austauschen, sodass nur einer das tatsächlich für jede Webseite machen muss. Und dann können das alle nutzen hinterher. Und im besten Falle kriegen wir das sogar hin, dass Nutzer oder Service Provider, die von einem Angriff wissen, anderen Leuten Bescheid sagen können und sagen, hier, du müsstest mal auf diesen einen Button klicken und dann wird automatisch dein Passwort geändert, weil es gab leider ein Problem. Und das Konzept, das wir uns dazu überlegt haben, das sieht ungefähr so aus. Ich will jetzt gar nicht zu sehr in die Details gehen. Wichtig ist, es gibt diesen hier, unseren Passwort-Changer. Der hat sowohl einen Recorder, mit dem von der Webseite aufgenommen werden kann, die nötige Information, das nennen wir hier Blueprint. Und dann gibt es einen Player, der das einfach abspielen kann. Und dann gibt es sogenannte Trust Authorities, mit denen ich das eben mit anderen Leuten austauschen kann. Wir haben das implementiert als ein Prototyp für den Firefox-Browser. Und ich habe jetzt einfach mal ein kurzes Video mitgebracht, wie das aussieht. Das ist jetzt tatsächlich nur die einfache Laiennutzerperspektive. Das heißt nur das Abspielen. Das zeigt jetzt nicht, wie der tatsächliche Aufnahmevorgang laufen würde. Das heißt, wir sehen hier erst kurz, ich habe hier mein schlechtes Passwort, das ich gerne ändern möchte, weil ich meinen GitHub-Account jetzt besser schützen möchte. Und dann kann ich eben auf das Icon gehen, kann mir die Accountliste anschauen. Und hier sehe ich, dass jetzt für GitHub auf mysteriöse Art und Weise eine Blaupause vorhanden ist und ich kann jetzt das Passwort automatisch ändern. So. Dann öffnet sich ein weiteres Fenster, mit dem ich jetzt am besten nicht interagiere. Und das führt dann eben diese einzelnen Schritte durch. Wir hatten das tatsächlich erst überlegt, im Hintergrund zu machen. Das hat aber leider die Firefox-API, hat zwar dokumentiert, dass das möglich ist, wollte es dann aber tatsächlich de facto nicht machen. Und dann hatten wir eine Studie, da komme ich gleich dazu, durchgeführt und die Leute fanden das tatsächlich besser so, weil sie gesagt haben, dann sehe ich wenigstens, was passiert, haben sich mehr gefühlt, als hätten sie noch Kontrolle über den Prozess. Und dann kriege ich eine kleine Notifikation, dass das jetzt eben erfolgreich geändert wurde. Und das war's schon. Was ich jetzt sehe hier, ist nicht mehr mein Bad Legacy Passwort, sondern ich sehe, dass tatsächlich GitHub alle möglichen Unicode-Zeichen unterstützt und ich auch alle möglichen Emojis zum Beispiel dafür verwenden kann. Beim Testen von dem haben wir dann auch festgestellt, wie viele Services das tatsächlich anbieten, also beziehungsweise unterstützen. Eigentlich sollte das kein Problem sein. Es gibt immer wieder Services, die damit Probleme haben, aber zum Beispiel GitHub und auch Dropbox erlauben, beliebige Passwörter zu nutzen. Was man da jetzt vielleicht gesehen hat, ist, das ging jetzt gar nicht so schnell, wie man vielleicht meinen, dass das gehen könnte. Das ist auch so. Nach jedem einzelnen Schritt, den wir da durchführen, müssen wir leider 2 Sekunden warten, weil ansonsten diverse Webseiten ihre Bot-Detection anschmeißen. Das heißt, sie denken, wir wären irgendein komischer Angriff und wollen uns außer Funktion setzen. Und wir waren tatsächlich überrascht, dass einfach 2 Sekunden zu warten, das schon austricksen kann. Aber im Grunde, wir wollen ja auch nichts Böses, deswegen ist das alles gut. Wir haben das also entwickelt und dann Benutzern gezeigt, einfach um zu sehen, wie gehen Nutzer damit um, ist das was, was sie tatsächlich wollen. Und dazu haben wir uns auch mit 8 Probanden in unser Labor gesetzt, haben die das nutzen lassen und ihnen gesagt, sie sollen einfach mal alles, was sie so denken, in so einem Think Aloud, also einfach die Gedanken laut aussprechen. Und die haben tatsächlich nicht nur das Playback, was jetzt gesehen wurde, sondern auch das Recording verwendet. Und was wir da gefunden haben, ist, dass zum einen alle Probanden in der Lage waren, beide Tasks durchzuführen. Insbesondere bei dem Recording muss man wissen, dass man sehr viel explizit dem Passwortmanager sagen muss. Das heißt, man muss explizit ihm sagen,
hier musst du jetzt das alte Passwort einsetzen, hier musst du das neue Passwort einsetzen, hier muss der Benutzername hin. Und das ist tatsächlich, das dauert länger als das Abspielen, definitiv. Und deswegen waren wir froh, dass alle Benutzer das tatsächlich hinbekommen haben. Dann haben wir die Usability gemessen mit dem sogenannten System Usability Scale. Das ist einfach ein standardisierter Wert, der bis 100 geht. Und 82 ist da tatsächlich schon in der guten bis ausgezeichneten Range. Zum Vergleich, Excel haben vielleicht einige Leute schon mal verwendet. Das ist so ein bisschen über 50 zum Vergleich. Insbesondere die Leute haben auch abseits dieses einfachen Scores sich sehr positiv darüber geäußert und gesagt, sie würden das gerne verwenden. Aber wie gesagt, das ist derzeit nur ein Prototyp. Jetzt ist es leider so, dass man durchaus in Situationen kommt, wo man keinen Passwortmanager verwenden kann, wo das vielleicht nicht so praktisch ist. Die besten Beispiele dafür sind das Masterpasswort für den Passwortmanager oder sich am PC einzuloggen zum Beispiel oder Telefon zu entsperren. Deswegen ist die Frage, ob es vielleicht einfach in manchen Situationen bessere Lösungen gibt, als einfach ein Textpasswort zu verwenden. Und der Grund dafür, dass wir überall Textpasswörter finden, ist im Grunde gar nicht so unterschiedlich von dem, warum wir uns mit Textpassworten überfordert fühlen. Denn die meisten Webentwickler oder Entwickler überhaupt sind einfach keine Experten, wenn es um Authentifizierung geht, um Alternativen für Textpasswörter. Und die sind einfach überwältigt von der Anzahl der verschiedenen Alternativen, finden es schwierig, die einzelnen Vorteile, Nachteile gegeneinander abzuschätzen, einfach weil sie keine Experten sind. Das heißt, sie sind in einem ähnlichen Dilemma. Sie sind einfach, sie wissen nicht genau, was sie besser nutzen können und deswegen nutzen sie einfach Textpasswörter, weil das alle machen und dann wird das schon funktionieren. Und was wir uns dafür überlegt haben, was ja schön wäre, ist, wenn man Leute unterstützen könnte. Und zwar so, dass man das Wissen, das existiert in der Wissenschaft und auch bei den Anwendern, also den Leuten, die entsprechend solche Authentifizierungssysteme in ihrem Unternehmen, in ihrem Produkt anwenden, und das zusammenfassen in eine Decision Support Plattform, wo Leute unterstützt werden können in ihrer Entscheidung. Das Ganze haben wir Access genannt und es hat drei Module. Das erste Modul, das ist eigentlich das, wo das ganze Expertenwissen reinfließt. Und wichtig ist hier auch, dass ich eben ein Interface habe, um auf dieses systematisierte Wissen zuzugreifen. Dann das zweite Modul ist das, was wir uns gleich noch genauer anschauen werden. Das ist das, was mich tatsächlich dabei unterstützt, so ein Authentifizierungssystem zu wählen, indem ich mein genaues Anwendungsszenario eingeben kann anhand der Requirements, die ich da habe. Und dann wird im Hintergrund AHP, das ist ein typischer Decision Support Algorithmus, ausgeführt, um mir die beste Lösung zu liefern. Und dann gibt es noch ein Collaboration-Modul, wo ich einfach diskutieren kann mit anderen Leuten, um welche Erfahrungen es gibt hinsichtlich dieser Authentifizierungssysteme. Oder wenn sich tatsächlich was ändert. Also es wird zum Beispiel festgestellt, irgendein System ist gar nicht so gut, wie man dachte, dass es ist. Dann kann man auch Verbesserungsvorschläge für diese Datenbank dann machen. Wie das Interface für dieses zweite Modul aussieht, das schauen wir uns kurz mal an. Das ist so, erstmal, ich habe hier ganz viele Features und das kann sowas sein wie, es muss im Browser funktionieren. Und dann kann ich die einfach auf die rechte Seite hier ziehen, kann die nach ihrer Wichtigkeit anordnen. Und wichtig ist uns hier eben auch, dass man einfach zu jedem mit diesem kleinen Button hier eine Beschreibung hat, wenn man sich nicht ganz sicher ist, was das jetzt eigentlich bedeutet. Und dann kann ich eben meinen
Anwendungsszenario so spezifizieren und kann zusätzlich noch sagen, zu diesen Sachen, wo es Abstufungen gibt, das ist mir mehr wichtig, das ist mir weniger wichtig, gibt es sogenannte Hard Constraints, also Dinge, die unbedingt erfüllt sein müssen. Zum Beispiel, es muss einfach im Browser funktionieren. Ich will eine Webanwendung schreiben, es muss im Browser funktionieren. Dann kann ich das hier auch anklicken und man kriegt ein sofortiges Feedback, wie viele von den Systemen, die jetzt in dieser Datenbank gerade vorhanden sind, tatsächlich noch im Rennen sind. Und das war es dann eigentlich auch schon. Im dritten Schritt kommt man dann direkt dazu, dass einem das angezeigt wird. Man hat hier die einzelnen Systeme. Es werden per Default die besten 5 Optionen angezeigt. Ich kann direkt hier verlinkt zur Knowledge Base kommen, um mir die anzuschauen. Und hier unten sehe ich dann eben die einzelnen Performances in den Features, die ich zuvor angegeben habe. Das heißt, wenn jetzt hier dabei wäre, es muss kompatibel mit Browsern sein, dann würde ich sehen, wie gut das tatsächlich abschneidet. Und auch das haben wir mit Leuten getestet. Das ist noch Work in Progress, deswegen kann ich da noch nicht so viele Ergebnisse präsentieren. Aber wir haben tatsächlich herausgefunden, dass die Leute auch da schon sich sehr positiv zu geäußert haben und eben tatsächlich ihr passendes System finden konnten. Und das kann dann auch das Textpasswort sein, wenn es eben das Sinnvollste ist. Es geht eben nur darum, wirklich das Passende für das Anwendungsszenario zu finden. Das bringt mich dann auch schon fast zum Ende des Vortrags. Kurz noch, ich hoffe, der Vortrag hat so ein bisschen gezeigt, dass es bei der Passwortsicherheit viele Aspekte gibt, die wichtig sind. Viele Aspekte, die mit einspielen und dass man das Gesamtbild betrachten muss, um wirklich sicher zu bleiben. Das große Problem sind und bleiben die große Anzahl an Textpasswörtern, die wir alle haben, die wir managen müssen, mit der wir irgendwie klarkommen müssen. Angesichts dessen, dass wir immer mehr Geräte um uns herum haben, sei es irgendwelche IP-Kameras, die in der Wohnung stehen und die Haustiere überwachen, oder der smarte Kühlschrank, all die müssen irgendwie geschützt werden und immer mehr Textpasswörter wird einfach nicht funktionieren. Deswegen ist die Frage, was wir tatsächlich in Zukunft nutzen wollen. Und was ich als wichtige Botschaft auch noch mitbringen möchte, ist, dass eine Diversifizierung des eigenen Authentifizierungsverhaltens durchaus wünschenswert ist. Wenn ich irgendwo die Möglichkeit habe, ein grafisches Passwort zu verwenden, warum nicht? Dann habe ich ein Textpasswort weniger, das ich mir merken muss. Wenn tatsächlich ich irgendwo eine Smartcard oder so ein USB-Key verwenden kann und das für mich tatsächlich in dem Anwendungsszenario sinnvoll ist, dann sollte man das auch tun. Und das war's dann auch von meiner Seite. Wenn Fragen sind, dann sehr gerne. Ansonsten ist, glaube ich, Getränke und Schnittchen.